Okay, Leute, wir haben die Lösung, wir haben es geraten und haben es irgendwie rausbekommen. Das ist 6. So sollte es stimmen. Ich gucke, jetzt kommt es einfach falsch. Das war das Witzigste. Ganz wie ich vermutete. Die Erklärung will ich immer zu lesen. Guter Kart, die 6 muss geändert werden. Mit der aktuellen Gestaltung der Würfel können 0, 7 und 0, 8 nicht dargestellt werden. Wenn aber die 6 zu einer 0 wird. Hä? Ach so. Ach so. Oh, voller Kack, ey. Die 9 übernimmt die Funktion der 6, wenn die sie umdrehst. Ey, Mann, das ist so ein beschissenes Rätsel. Fick dich doch einfach. Ausgezeichnet, ich bedanke mich für ihre Hilfe. Nun, da waren die, ja. Ach, das ist eine total wahrscheinlich. Ja, okay. Ey, wir haben zwei. Wir haben. Egal. Versprochen ist versprochen, der ist. Der Herr ist ein überaus seltsamer Kauz. Jedes Mal, wenn er dieses Lokal spaziert, sieht er ganz anders aus. Verkleidet er sich etwa? Ja, nun mal könnte es durchaus als Verkleidung bezeichnen. Er sagte einmal, dass er nicht mal die Öffentlichkeit erkannt werde, dafür die Kostümierung. Und der Mann kam also als Charlatan, richtig? Richtig, er sagt, er könne sich hier am besten entspannen. Eigentlich läuft es immer gleich ab. Er tritt ein, trägt diesen hohen Zylinder wie sie, setzt sich mit seinem Getränk ans Fenster, er trägt einen Zylinder. Ja, das tut er, genau wie der feine Herr hier. Nun, an den Hut erkenne ich ihn wieder. Doch heute war er schon hier, sagten sie. Genau, wir wären so in ein paar Minuten oder eher gekommen, hätten sie ihn noch beim Rausgehen erwischt. Aber wo zum Pavillonturm zurückgerettet, Professor? Die Wahrscheinlichkeit ist recht, aber wieso gehen wir nicht sofort nach selbst nach? So, wie doch geht's. Gentlemen, ja. Ich weiß, wer es war. Das war der hier. Layman? Achso. Guten Tag, Wachmeister Barton. Welch unverhofftes Treffen. Oh, hallo Luke. Eigentlich mache ich gerade einen Streifengang und führe Ermittlungen durch. Aber bei der ganzen Lauferei habe ich Appetit bekommen, Fettsack. Und deshalb sehen Sie, spähen Sie von draußen ins Restaurant hinein? Nun ja, dieser fruchtduftige, einladende, zarte Wackelpudding hat meine Aufmerksamkeit erregt. Nun, bitte tut mir am Gefallen und tut mir ja. Ich bin so unverfroren. Wer hält sich hier? Ich hatte keine Bock. So langweilig, aber fast zu schlecht. Und als Ortsanlässiger. Wenn man eine Fährte gefunden hat, lässt er einfach nicht mehr locker. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, geh fressen mal. Wie viele Rätsel haben wir heute schon gelöst? 9. Echt jetzt? Ja. Wir wollen also gar nicht. Die Rätsel heute waren einfach nur kacke. Ja, wenn ihr nicht. Also die ersten 4, 5 nicht, aber danach. Die reden miteinander. Und 01, bist du das? Was? Da brat mir einen Papagei. Du hast also überlebt. Wie? Oh, Taubos war also genau wie du ein Versuchstier? Also 02 ist dann die Biene. Die Biene, ne? Wer hätte das gedacht? Du siehst gut aus, Objekt 01. Halt die Federn steif, ja? Ja, die Biene ist dann schon tot. Ja, die Biene ist schon tot. Soll ich nicht sagen? Geht das? Ich weiß nicht. Ich gucke, irgendwann kann man mit den Leuten da reden. Ich guck, du bist scheiße! Nein! Oh mein süßer Gott. Wieso sieht man dich hier? Oh, Hater Blick! Hater! Richtig dramatisch. Oh Schreck, was willst du denn hier, Bell? Nur keine Sorge, Luke ist schlicht ein wenig überrascht. Hat man gemerkt. Hater Blick. Ich muss schon sagen, welch glücklicher Zufall, dass wir hier aufeinander treffen. Zufall? Oh nein. Das ist Schicksal, ganz klar. Flug und unendlich voneinander bestimmt. Ich bin sicher, dass man das so ausdrücken mag. Schicksal? Bestimmung? Luke, was hast du mit diesem lieben Mädchen nur erzählt? Ich nicht, gar nichts. Das liegt ein gewaltiger Irrtum vor. Bell und ich sind keine Pärchen. Wir blieben. Was? Egal. Oh, Flug, du bist so süß, wenn du dich ziehst. Könnte dich jetzt gleich auffressen. Ja, könnt ihr fressen. Ich ziehe mich überhaupt nicht. Du siehst mich auch nicht. Eher sauer. Klatschi, klatschi! Ach, schweig still, mein schöner Galan. Für Tottenham bleibt später noch Zeit. Ey, ich hätte so einen. Guck, wie sie aussieht! Guck mal, wie sie aussieht! Die Kartoffel kommt. Ich wollte doch nur Bescheid sagen, dass ihr in der ganzen Stadt von fremden finsteren Männern gesucht werdet. Sie reden dauernd von Boss, zwei Bänge mit blauen Kappen und anderen Fugenfug. Ja, inzwischen auf den Fersen hat Professor. Das ist sehr groß möglich. Da, Leute, wir müssen in die Verbindung. Ja, der klagt dir. Ja. Keine Sorge, meine Stockyputz, ich werde dich zulassen, dass du die Gruppen sieht böse. Bell, danke für die Warnung, aber hör bitte auf die Sorgen, mich zu machen, ja? Bitte keine Stockyputz. Gut, dann wollen wir mal. Oh, Flug, du spielst wieder mit den unnahbaren Stimms. Ich vergehe fast vor Vorzügen. Oh, guck mal, dieses Face.
Hey, Kapitel 9. Wir haben zwei Kapitel geschafft. Nein, 7 hatten wir ja schon zur Hälfte eigentlich. Ja, stimmt schon. Kapitel 9. Der Herr der Pagode. Trotzdem sind wir vor schnell noch 3 Kapitel. Ja, komm. Aber wieso muss sie diese... Hat er kein Rätsel? Nein, der hat nie ein Rätsel für uns. Der aber. Ja, der wartet immer noch auf seinen Kumpel. Wir könnten ihn vollstecken. Ich nehme ja... Ey, wieso muss ich dieses fette Ding sehen? Boah. Rätsel? Nein. Ja, du wolltest nach Rom reisen und bist hier irgendwo anders gelandet. Ich weiß auch nicht wie. Die Katze! Hat bestimmt kein Rätsel. Doch! Doch! Oh Mann. Sag ich doch. Objekt Nummer 2. Nein. Ah, ja, 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 guck. Hey, da ihr Hübschen, seid ihr auf deiner Suche nach fündig geworden? Nein, leider hatten wir noch kein Glück, aber ich bin sicher, dass wir eine Pagodenturmstelle finden werden. Ihr läuft geradewegs in die Hölle der Löwen. Solch Hut bekommt einen Scheinerton schlecht. Nehmt mal ein kleines Steck, dann kommt einfach zu mir. Ich bin ja, ja, ja. So schließen wir, ja, 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 aber junger Mann, du weißt ja, wie es heißt. Sicher ist sicher, vor allem Gänse, wir sind da. Digga, red nicht so viel, gib mir einfach Rätsel. 82, Mehldosen. Okay, das ist was Gutes. Ja. Du hast beschlossen, etwas Korn zu mahlen. Das Mehl wird dann in einem dichten Behältnis unterbracht. Um möglichen zukünftigen Engpässen vorzubeugen, du hast 3 verschiedene eckige Blechdosen Küchenregal stehen. Diese 3 bieten den meisten Stauraum für den Mehl. Okay, das Größte ist es nicht. Ah. Wenn man das umdreht. Wie wäre es hiermit? Ja, du musst es umdrehen. Soll richtig verwirren erstmal, aber... Ich wusste es! Guck. Jetzt geht's mal ein bisschen voran, nicht wie die letzten 2 Parts. Ach ja, tut mir leid, dass die letzten Parts 42 Minuten und 14 Minuten lang waren. Ja, und dass wir so richtig dumm waren. Wir waren einfach dumm. Das erledigt wäre, ja. Passt aber auf, ja. Warte, zeig mal Rätselindex. Wir waren einfach dumm. Das war echt so, wir haben richtig lange gebraucht für so komische Rätsel. Sonst fehlt immer noch uns. Ja. 30. Ja. Warte, ist richtig. Uns fehlt, glaube ich, was. 59. Ja, 59, ja, okay. Ja, okay. Ja, okay, wir haben bisher 2 Rätsel vergessen. Oder übersehen. Aber wieso kommt das nicht zu diesen Enigma-Dingens? Ich weiß nicht, weil wir sind weit gekommen schon eigentlich. Guten Tag, Herr Boserima, habe ich Sie bekommen, ich habe Sie nicht erschrocken. Boah, unnötige Menschen, das sind einfach echt für mich so unnötige, verdammte Menschen. Hallo, liebe Junge, seid ihr auf dem. Ja, ja. Nein, noch nicht. Wir haben den Knopf auf uns, aber wir sollten den Turm finden. Also, all diese Gelaufe sind ganz schön ausgesetzt. Ja, ja. Oh, sie können ihre kleinen Zwist aus der Welt schaffen? Was ist denn? Du bist so witzig jetzt, ne? Ich hab keinen Bock mehr! Ich weiß gar nicht, wovon die reden, kleiner Mann. Wieso spielen sie auch nicht den Unschuldigen? Sie hatten doch einen Streit mit ihrer Frau. Alles nur wegen ihrer. Was? Nein, hört sich meine Frau. Das war nämlich überhaupt nichts verwirrt. Guck mal, wen interessiert das, wenn man seine Frau irgendwelche Sexprobleme hat, hallo? Ich bin auch irgendwann. Ach ja, rühren, aber wirklich, mit doch keine Sorgen. Wenn die Sache entfällt. Was ist los? Nun komm. Aber normal. Ich kann nicht, das fickt mich alles. Let's Player. Ich geb dir so eine schlechte Bewertung. Was, du hast meinen YouTube-Account, was willst du? Ich geb dir trotzdem eine schlechte Bewertung. Oh, diese verdammte. Ich schreib hin. Wieso bist du immer so komisch vor? Wieso bist du immer so lustlos? Ey, Schlampe. Bücher. Wieso sagst du Schlampe? Bücher kriegen die Seele. Hast du auch den Wert gesch. Wow. Hast du auch den Wert geschrieben, der Wortes entdeckt? Natürlich, ich liebe Bücher. Der Sherlock Holmes Reihe habe ich mindestens 1 Dutzend Mal gelesen. Bücher können hinterhältig sein. Während manche die Erleuchtung in Materie sind, sind andere bloß ein Haufen Papier. Ach wirklich? Ein erst beim Lesen trennt sich der Spreu vom Weizen. So habe ich ja nie darüber nachgedacht. Ach, die Fresse. Gib mir einfach Rätsel. Bücherbox.
Oh. Cool. Sortiere die Bücher gleicher Dicke wie folgt in der Kiste ein. Links vom braunen Buch befinden sich keine weiteren Bücher. Okay. Es muss da sein, oder? Warte, links? Okay, das ist schon klar. Nur das blaue Buch berührt das braune. Okay. Ja. Das gelbe Buch steht links vom weißen. Okay, das machen wir gleich. Das blaue Buch berührt das lilafarbene. Okay, dann haben wir das, oder? Das weiße Buch steckt fest zwischen dem gelben und dem lilafarbenen. Also das weiße jetzt. Was war bei 3? Das gelbe Buch steht links. Das geht gar nicht. Ich hab eine Idee. Soll ich machen? Mhm. Jetzt nicht einfach auf Antwort gehen. Nee. Aha. Das ist bestimmt so. Nur das Lolo berührt das Braune. Ja, so. Ach, nur! Nur, oder? Was denn? Links vom braunen Buch finden sich keine weiteren Bücher. Ist klar. Na, guck hier, was hier steht. Nur das blaue Buch berührt das braune. Das muss schon, glaube ich, links sein. Okay, aber eins muss so schief liegen. Ja, eins muss davon schief liegen. Ja. Okay, sagen wir es ein bisschen links. Dann das blaue berührt das braune, okay. Das gelbe Buch steht links vom weißen. Links vom weißen, ne? Wieso ist das so klein? Okay, das blaue Buch berührt das lilafarbene. Berührt. Das weiße Buch steckt fest zwischen dem gelben und dem lilafarbenen. Das weiße Buch steckt fest zwischen dem gelben und dem lilafarbenen. Berührt aber kein anderes. Aber das gelbe Buch steht links vom weißen. So. Wieso ist da kein Platz? Achso, das Lina kommt oben. Warte, wenn man das so bedenkt, immer. Ja, du hast recht. Das Lina ist oben. Aber das Lina berührt das Blaue. Ja, es berührt es doch. Okay. Oben berührt es ja. Ja, so. Aber es muss Platz geben. So? Er hat doch gesagt, neben dem gelben Buch gibt es einen kleinen leeren Platz wie ein weiteres Buch. Also geh mal her. Okay. So. Soll man es so aufstellen? Ja, aber guck mal, das weiße Buch steckt fest zwischen den gelben und den lilanen Farben. Fest? Es ist nicht fest, gerade. Ich glaube, das blaue muss nach oben. Das blaue? Könnte auch sein. Ah, das fliegt jetzt. Oder liegt das braune richtig? Wieso fliegt das jetzt? Das ist doch perfekt da drin. Ja, mach das braune höher dann. Ja, so. Warte. Das blaue berührt das lilafarbene. Was geht links zum braunen? Nee, das darf nicht. Nur das blaue berührt das braune. Also so. Aber das lila. Guck, das erste haben wir. Links vom braunen Buch finden sich keine. Das haben wir. Nur das blaue Buch berührt das braune. Haben wir. Das gelbe Buch steht links vom weißen. Legt das gelbe mal irgendwo rein. So, ja, so. Mhm. Und dann rechts davon das weiße. Das lila, das blaue Buch berührt das lilafarbene. Also neben. Ja, okay, ich hab's. So. Guck mal, das ist das, das blaue berührt das lilafarbene. Mhm. Ist ja, ne? Das weiße Buch steckt fest zwischen den gelben und den lilafarbenen. Das weiße steckt zwischen gelb und lila. Und gelb muss ja direkt links von weißen sein, ne? Mhm. Und neben dem gelben Buch gibt es einen leeren Platz für ein weiteres Buch. Ja. Wieso sind die gleich drauf gekommen? Weiß auch nicht. Wie wäre es hiermit? Das ist ein bisschen dämlich heute, ich schwör auf alle. Bisschen. Leightons Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Ja, komm. Boah, geh weg. Geh weg. Papier und Tinte, geh einfach weg. Ja, ein gefällt mir nicht, ne? Deswegen, wenn du es nicht vorliest. Guck mal, wen interessiert das, was die Überschallung. Das ist wichtig für die Hand. Ja, die kann sowieso bei YouTube alles stopp machen. Hast du ein Rätsel? Ja, juhu.
Willkommen in Meyers Reich der Bücher. Kann ich euch bei der Buchhauswelt helfen oder in den Blasen sicher mal sehen? Haben Sie vielleicht etwas über die Geschichte Großbritanniens? Natürlich, aber das ist welche Epoche interessiert Sie sich? Ja, König Artus, toll. Hey, ja, König Artus, eigentlich beschreibt dieses Buch ja eher eine Legende als historische Fakten. Das ist ein faszinierendes Thema. Hast du irgendwas von König Artus? Guck mal, welches Schwein interessiert sich doch hier? Ich? 76? Hatten wir es nicht? Achso. Okay, noch eins. Okay. Ich glaube, ich kann mich an diese Lösung so teilweise erinnern. König Artus ließ zum Festessen an seine Tafel runter. Auf sein Geheiß nehmen alle Gäste auf ihren Stühlen Platz, welche jeweils gleich weit voneinander entfernt aufgestellt sind. Die Damen Gunivere und Nimue sitzen dabei so, dass weder ihr nächster nach... Ich hab keinen Bock mehr zu lesen. Sitzt nach weiblich ist, noch auf ihrem ihnen jeweils gegenüberliegenden Stuhl eine Frau sitzt. Wie viele Personen sind in diesem Moment als mindestens an König Artus Tafrunde... Was? Zugegen. Wer ist Gunivere und Nimue? Sitzen dabei so, dass entweder ihr nächster Sitzplatz weibliches noch auf dem ihnen jeweils gegenüberliegenden Stuhl eine Frau. Wie viele sind das denn? Wie viele Personen sind in diesem Moment, also mindestens an König Artus Tafrunde zugegen? Was meinen die denn? Vernehmen ihn jetzt? Nein, ne? Wie viele Personen überhaupt da sind, ne? Ja. Guck. Tafelrunde. Eine schöne Tafel. Ja. Hier ist König Artus. Mhm. Sagen wir, diese Gunivere und dieses Nemo. Dieses Nemo. Das ist weder ihr nächster Sitz, sondern nur weiblich, ist noch wie in jeweils gegenüberliegenden Stuhl eine Frau sitzt. Okay. Wir stimmt ja. Okay. Blau für Männer immer. Also muss hier mindestens ein Mann und hier. Wieso muss? Wie viel dürfen eigentlich in der Tafelrunde da sein? Das ist die bessere Frage. Ja, ne, deswegen. Wie viele mindestens? Wie viel dürfen denn? Das ist die. Stehen mindestens. Ja, also drei. Gunivere, Nimue und Dixer. Ja, ich komm. Du kannst. Digga. So. Mir ja, ist klar, aber so ein komisches M erkennt er. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Nein! Warte. Also, dann nochmal von vorne. Okay. Nee, wir wissen ja nicht, wie groß das Ding ist. Wie viele Leute dann... Oh, dieses Rätsel hat so viele Lücken. Warte mal. Lass mich mal kurz lesen, die Frage. Wie viel sind in diesem Moment also mindestens an König Artus Tafelrunde zu gehen? Ach so. Zwei. Guck mal, ich kann es einfach sofort. Das ist meine Antwort. Mann! Das welcher Denkfehler könnte es denn sein? Ich verstehe jetzt nicht, warum die nicht sagen, wie viel in der Tafelrunde sein dürfen. Ich verstehe, nee, ich weiß nicht, was für ein Name das ist. Die regen mich jetzt irgendwie auf. Gnövere und Nimue. Ihr nächster Sitznachbar weiblich ist. Noch auf dem jeweils gegenüberliegenden Stuhl eine Frau sitzt. Warte, dürfen eigentlich in der Tafelrunde eine Frau sein? War es nicht ein Männergebiet? Warte. Zu eins machen oder was? Nein, durch die Personen, also. Schon voll das richtig. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Verdammt! Warte, zieh mal König Artus mit. Das müsste man. Ist aber peinlich. Ja, davon. Ich hasse die Kommentare von Luke. Das ist einfach peinlich. Das ist einfach peinlich. Julia, red dich ab. Das ist meine Antwort. Jawohl. Leitens Lehrling ist kein Rätsel zu schwer. Dieses Kommentar regt mich gerade richtig auf. Hey, ich hab's richtig gesehen. Hast du aber so gedacht wie die da? Ja. Doch, wirklich, ein bisschen. Doch. Okay, glaube ich dir. Wunderbar, jetzt holt sie einer runter, jetzt komm. Ey, ich hab keinen Bock mehr. Ihr könnt Angst davor, ein komplexes Schmücker zu vertiefen, Luke. Es gibt immer Neues zu lernen. Haben sie schon gesagt. Nein! Anstatt zu Paguntum zu gehen, gehe ich irgendwelche Rätsel machen. Na, doch immer auf so einige Schiffe gestalten, da finde ich aber Abwechslung. Und Hexe, hast du dich beruhigt?
wenn es um Essen geht. Wie ich schon gesagt, Vogelfutter. Wie gibt's denn Mann Vogelfutter? Warte, gab's doch irgendein komisches Rätsel mit dem Haus hier. Ach egal, ich habe keinen Bock mehr auf diese Vogelmenschen da. Und diese Verrückte da oben lasse ich sowieso in Ruhe. Verrücktes Miststück. Oh. Na da. Hallo. Guten Tag, Wachtmeister. Wie geht es Ihnen? Nun, ich gönne mir gerade eine kleine Pause und unsere neuesten Erkenntnissen. Ich habe keinen Bock mehr, ich will den Typen so verprügeln. Stell dir mal vor, du hast so einen Angestellten, der geht immer fressen. Wie lange es dauert? Wie lange es dauert, bis du gekackt hast oder verdaut hast? Stich den See. Ey, sowas wieder. Hey, komm. Die vier Polizeibeamten A, B, C und D, ein verzweifeltes Jagen an Verbrechern, müssen dazu einen Fluss überqueren. Ins Boot passen aber nur zwei Personen, also können nicht alle vier auf einmal übersetzen. Ja, so rüber. Ja. Achso. Die Flussüberquerung dauert beim ersten Mal 1 Minute. Da der Ruderer müde wird, benötigt er beim zweiten Mal 2 Minuten. Beim dritten Mal, was für ein Abstand das ist, 3 Minuten und so weiter. Wie lange dauert es mindestens, bis alle 4 Polizisten darüber sind? Warte mal. Wird der Rückweg mit bis zu? Warte, der eine Polizist, der Ruderer ist ja ein Polizist. Also kann man schon sagen, bei der dritten Runde kommt er ja mit den. Ja, deswegen ja, also muss er nicht zurück, ne? Ja. Okay, bei der ersten Flussüberquerung, Notiz. Warte, der hier. Eins. Aber wegen zurück, weißt du, zählt das dein, ne? Doch, da muss der Typ da. Nein, wir wissen gar nicht, wie das zurück ist, wegen Dings da. Von der Zahl her. Doch, wenn er müde wird, benötigt er beim zweiten Mal. Also der Rück. Wie lange dauert es mindestens, bis alle 4 blühen? Ja, mindestens also. Also nicht die Rückweg, oder? Mach einfach nicht ohne. Mach aber ohne. Okay, 2 Minuten. Also okay. Ja, dann wären das doch 6, nicht? Ja, 6 Minuten wären das. Oder warte. 6. Ja, das wären 6 Minuten. Zurück, dann 2, ja. Dann bleibt da einer übrig, dann wird das 6, ja. Das müsste eigentlich 6 sein. Was hast du da? Komm. Ich hab keinen Bock mehr. Vielleicht wegen der Rückweg. So sollte es stimmen. Ja, okay. So simples Rätsel. Bestimmt sagen wir so. Der Ruderer muss er aus. Ja, der Ruderer ist einer von denen. Sind nur noch rüber, aber einer muss zurück. Aber da jeder schon einmal gerudert hat, spielt es keine Rolle, wer zurückrudert. Der übernimmt dann die letzte Strecke. Aber natürlich, danke dir, ja, nun kann ich eigentlich weiter mit der Ermittlung kümmern. Der Fall ist nämlich sehr delikat. Yay! Soll ich es jetzt machen? Sehen wir mal. Später. Und du? Ja, ein Rätsel für uns alle. Ja, komm. Dreh uns nicht das Schli an. Komm, hör auf, wie Lust auf dir und Schellchen. Sehr sind wir. Hungrig sind wir nicht mehr. Suppenrätsel. Schon wieder Nudeln. Okay, komm. Das ist wieder das gleiche. Auf diesen Tresen sind 5 Schalen Nudelsuppe aufgereiht. Manche mit und manche ohne Fleisch. Ordne die Gerichte mit Nickels. Ja. Suppen mit ohne Fleisch abwechselnd stehen. Warte, mich irgendwie gerade verarschen. Was? Ein Zug. Man braucht nur einen Zug. Abwechselnd. Wie viele Züge sind mindestens nicht, um diese Aufgabe zu bewegen. Falls du 2 Schalen. Von 2 oder nicht? Oh, neu. Ja, 1. Weil du brichst das nach außen wieder, oder? Ja. Hä? Ist genau dasselbe oder nicht? Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ist genau dasselbe wie deswegen, das davor. Ja, ist wie davor. Puh, da bin ich aber erleichtert. Guck. Nein, du tauschst das Fleisch dann da. Ach so. Ja, okay, gut so. 6 Stück. Warte mal raus. Geht zum Pädophil. Pädophiler, hast du irgendwelche Kinder bei dir? Oh! 2 Stück bei sich. Hallo Gentleman, bist auf der Suche nach einem neuen Spielzeug? Ja, ist klar, Spielzeug. Drück einfach da. Ich drück einfach weiter, das hat nichts mit der Story zu tun, also ist mir dann egal. Stell vor doch.
Die redet über Autos und irgendwelche Spielzeug, hallo? Ich glaube, das ist ein teuerartiges. Hallo, Mädchen. Oh. Rabattaktion. Schnäppchenjäger und so. Ach so. Guck mal, das hier. Cool. Ein Händler führt ausschließlich Artikel 4, 1, 2 und 3 fort. Bei 2 gekauften Artikeln derselben Preisklasse erhältst du einen dritten dieser Preisklasse zum halben Preis. Du hast 6 Artikel gekauft und dafür insgesamt 59 Pfund bezahlt. Aus jeder Preisklasse wurde mindestens ein Artikel erworben. Füge doch durch Berührung die Artikel hinzu, die du gekauft hast, füge die Zeilen. Achso, ich glaube, darf ich mal die Antwort geben? Lass mich kurz nochmal überlegen, bitte. Du musst auf 59 kommen. 9 Euro, 9,5 Pfund kommen. 4. Ne? Warte, der halbe Preis nicht vergessen. Ja, ich weiß, aber. Wenn du 2 Artikel desselben Preises gekauft hast, kriegst du den. Jetzt in einem dritten diese Preisklasse zum halben Preis. Das geht auch für den vierten dann auch. Ja, ist dann. Wie viel ist das denn? 1, 2. Das wäre dann. 3. 3 Euro. Und 3 Pfund dann insgesamt. Und das andere? Und so? 2,30? Ja, 2,30. Ja, und? Nein, ach, was heißt ich da? Wie krass, 2,30? 3 Euro. Ja, und das untere? Da muss ich noch einen hier, oder? Warte, lass mich noch, dritten dieser Preis jetzt zum halben Preis, aber nur den dritten. Nur den dritten. Aber der zweite stimmt ja. 2 Pfund? Den dritten 4,50. 2,50. Wenn du das wären dann 3 Pfund. 5,50. Dann muss das untere. 5,50 und da fehlen noch 4. Das geht gar nicht. 4,50? Vielleicht ist es einfach. Nein. 3,50, warte, 3,50? Und das sind 7,50? Doch trotzdem kommt es nicht hin, wegen den 3 Euro da unten. Ja. Warte, ich hab da eine Idee. Geht das so? Was? Das sind jetzt 2,50? Mhm. Das sind 5. Also 7,50. Und jetzt? Das sind 2,50 plus 4, 4,50. Ja, und dann plus 3, 9,50. Willst du mich verarschen? Wieso nicht? 4,50 plus 3? Wie kommst du auf 4? Ach so, okay. Zusammen, ey, ich bin nicht den. Okay, ich dachte schon, hey, warte mal. Das sind 2,50 plus 4. Ja. 6,50 plus 3. Okay. Hast du gedacht, mir? Ja, ich dachte schon, hä? Sag ich doch. Okay. Ey, du hast echt gedacht, wie. Ja, ich hab's heute verstanden von dir. Ja. Du hast echt gedacht, das war wahr. Ich hab's echt voll verstanden. Ja, Kinderkram, Mädchen, red nicht so viel. Geht jetzt. Weil sie sich freut und später wird sie so heulen: Mama! Ich hab was mit dem Popo. Komm, mach. Ja, da ist es aber, das ist aber nicht. Ich schwöre, du hättest vor ein paar Minuten selbst mit dann gespielt. Da ist noch gleich. Brumm, brumm. Quietsch. So ungefähr klang das. Na super, Gammon. Merkst du nicht, dass ihr einen lästigen Eindruck hier hinterlassen? Ja, Kinderficker. Boah, ey, red nicht so viel Scheiße, Mann. Ganz schön schwer, lästig zu sein. Wenn das tut, dann. Robins Taschengeld. Oh, der Fettsack ist wieder da. 3 junge Burschen interessieren sich für 12 Pfund teures Spielzeugauto. Oliver, wenn wir uns unser Taschengeld sparen können Sebastian und ich das Auto in 2 Wochen gemeinsam kaufen. Robin, naja, Sebastian und ich könnten es in 3 Wochen kaufen. Sebastian, nicht schlecht, ihr beide bräuchtet immer eine ganze 6 Wochen, um genügend zu sparen. Hä? Warte, in 2 Wochen, der andere. Ich kam doch auf 6 Wochen. 2 plus 5 und 2 plus 3? Was?
nicht. Auf jeden Fall ist Sebastian der reichste von denen. Aber guck mal, was er sagt. Nicht schlecht, ihr beide bräuchtet in 6 Wochen. 2 plus 3. Was denn? Hä? Nein, du musst lesen. Das ist doch Sebastian und ich. Ach so, okay. Das heißt, können Sebastian und ich das Auto in 2 Wochen holen? Okay. Das kostet 12, ne? Mhm. In einer Woche kriegt er dann. Ein Drittel muss ich das teilen. Ne? Und 4. 2 halbe? 4, 5, 6, 7, 8. 3, 3. Verdammt! 4, 4. Ich habe, es ist nichts passiert. Kann ich was essen? Ja, komm. Sagen wir, Sebastian kriegt 4. Hm. In der Woche. Der Oliver 2. Dann geht das ja. In 2 Wochen hat der dann 4 Euro und dann 8 Euro. 8 plus 4 sind 12. Passt ja. Und wenn. Der Kopfschmerzen. Wenn Robin und Sebastian in 3 Wochen. Da kriegt Robin ja 0 Euro. Erfunden, meine ich. Oh Gott, doch, Junge. Und er meint 6 Wochen, ne? Ja, er kriegt keins. In 6 Wochen ist ja das Olivers dann nur. Also, wer kriegt dann keins? Aber wie viel Taschen hat Robin pro Woche? 0. Voll traurige. Cool, das ist falsch. Wie viel ist das? Er kriegt einfach 0 Euro, aber 0 Pfund. Er kriegt aber kein Taschengeld. Puh, da bin ich aber erleichtert. Ja, aber Robin hält sich schlicht und eröffnet gar kein Taschengeld. Schade, dass der Fettsack irgendwie dass er Taschengeld bekommt. Nicht. Ja, er ist doch der. Oder? Nein. Ja, der hat irgendwie kein Rätsel mehr. Viel ist nicht zum Spielen, ist nie zu alt. Hm. Letztes Rätsel. Mhm. Geht zum nächsten Tapal. Ihr seid ja wieder. Da habe ich sie in der Tat richtig gehört. Keine Ahnung, machen wir aus. Aber doch viel mehr gerne, wenn ihr gleich prüfen wie die hier stelle. Als der Boss zurückkehrte, befahl er mir, niemanden durchzulassen. Okay, als er soll, befahl er niemanden durchzulassen, der dieses Rätsel nicht löst. 86, Tor der Tränen. 60? Okay, dafür haben wir ein bisschen mehr Zeit. Solatrin hat seinen Namen mehr als verdient. Unzählige Knobler mussten ob seiner Verdrücktheit bereits die Waffen strecken. Versucht euer Glück, falls ihr den Mut aufbringt. Klemmt ihr bis ganz nach oben, so sollt ihr passieren. Gelangt der Professor und der Loop bis ins... Leo, Gott, da oben... Okay.